Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wie ich in den letzten Videos schon einige Male gesagt habe, sind wir ja umgezogen. Wir wohnen jetzt im Berchtesgadener Land. Und deshalb möchte ich euch einfach mal ein paar tolle Ausflugsziele hier unten in der Gegend vorstellen. In den nächsten Videos wird es also hin und wieder auch mal tolle Ausflugsziele zu sehen geben. Und wir fangen heute an. Hier befinden wir uns gerade in Ramsau. Man sieht hier gerade die Kirche St. Sebastian. Die kennt ihr mit Sicherheit schon. Die ist auf unzähligen Fotos zu sehen. Dieses Motiv, das ist der Malerwinkel von Ramsau. Im Hintergrund ist schön das Watzmann-Massiv zu sehen. Und wir starten diese Tour, da ist ein schöner großer Parkplatz, um Richtung Zauberwald zu gehen. Ja, und der Zauberwald, das ist so ein kleiner Waldabschnitt, der sich zwischen Ramsau und dem Hintersee befindet. Das heißt, am Ende werden wir dann auch noch eine kleine Runde um den Hintersee machen. Und ja, es ist halt einfach eine fantastische kleine Tour. Man sollte ungefähr so eine Stunde pro Weg einplanen. Das heißt, hin und zurück gute 2 Stunden, wenn man wirklich zügig geht. Man hat aber jetzt gerade gesehen, hier sind auch sehr viele Bänke unterwegs, wo man sich hinsetzen kann, um einfach mal eine Rast zu machen. Es gibt sehr viele Schilder unterwegs, die viel mehr über diese Gegend erzählen. Und wenn man sich dafür interessiert, ja, dann kann diese ganze Wanderung auch schnell 3 bis 4 Stunden dauern. Aber hier kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die eigene Motivation an, auf die eigene Kondition. Und generell ist es halt ein sehr einfacher Weg, sage ich mal. Es gibt nicht viele Höhen, die man zurücklegen muss. Also man macht nicht viele Höhenmeter, obwohl es hin und wieder mal ein wenig bergauf oder bergab geht. Aber das sind Strecken, die sind eigentlich leicht zu bewältigen. Das ist jetzt keine alpine Tour, sondern wirklich eine relativ gemütliche Wanderung. Wobei man hier natürlich auch auf das gute Wetter achten muss. Ich sag mal so, im Frühjahr und Herbst, so bei vielleicht 15 bis 20 Grad, da ist das eine sehr angenehme Tour. Im Sommer könnte es etwas schwierig werden. Es gibt zwar sehr viele Waldabschnitte, wo man sich, wo es Schatten gibt, wo man sich etwas abkühlen kann. Und später im Zauberwald kommt man auch sehr nah an das Wasser ran, so wie jetzt hier zu sehen. Wir sind jetzt gerade in dieser Marxenklamm und von dort aus schaut man eben runter auf den Fluss, der sich da eine richtige Furche gegraben hat. Und im späteren Verlauf des Videos seht ihr halt, dass man sehr nah an diesen Fluss herangehen kann. Also man kann sogar hineingehen. Wobei auch hier dazu gesagt werden muss, hierbei handelt es sich natürlich aus Wasser, was aus den Bergen kommt. Das heißt, es hat eine sehr niedrige Temperatur. Ich glaube so um die 14 bis 15 Grad im Sommer. Also das ist wirklich frisch. Und ja, man muss da schon, ja, man muss es mögen, sage ich mal. Aber es ist halt eine sehr schöne Abkühlung. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Und wie ihr jetzt hier auf dem Bild sehen könnt, das ist dieser sogenannte Mühlsteinweg. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Kann man sich gerne durchlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, und hier sitzen wir jetzt gerade auf diesem Thron, wo man sich etwas wünschen kann. Das lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Übrigens, ihr habt es jetzt wahrscheinlich gesehen oder ihr seht es jetzt an meiner komischen Handhaltung. Ich hatte die Insta 360 dabei und wollte einfach mal schauen, wie es damit ist zu filmen. Hab halt nebenbei mit meiner DJI Action noch ein bisschen gefilmt. Aber ich muss sagen, die Insta 360 macht zum einen super tolle Fotos und es ist wirklich so easy damit aufzunehmen, denn man hält die Kamera ja nur einfach hoch und im späteren Verlauf, also beim Schneiden, kann man sich dann halt dazu entscheiden, in welche Richtung man quasi gucken möchte. Ja, und so hat man halt diese volle Flexibilität. Aber jetzt genug zur Insta 360, da mache ich vielleicht irgendwann nochmal ein separates Video zu. Heute soll es eher um diesen Zauberwald gehen, beziehungsweise um den Weg dahin. Ja, und ihr seht es schon, hier ist man direkt am Wasser, man kann direkt reingehen. Das sieht man im Sommer auch sehr oft, dass da halt sehr viele Familien
mit Kindern unterwegs sind und die Kinder, die planschen dann da umher. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das halt nicht mit einer normalen Klamm zu vergleichen ist. In einer Klamm, da schießt das Wasser ja regelrecht runter mit extremen Geschwindigkeiten und ist auch sehr gefährlich. Natürlich ist ein Fluss immer irgendwo eine Gefahr, vor allen Dingen für kleine Kinder. Aber hier hat man den Vorteil, dass es sehr viele Stellen gibt, wo halt der Wasserstand gar nicht so weit runter geht. Also das Wasser ist in sehr niedriger Höhe unterwegs. Und hier sieht man es sehr gut. Das sind vielleicht 10, 15 Zentimeter. Wir haben Frühjahr, das heißt, jetzt gerade ist diese Schneeschmelze noch zu Gange. Ihr habt also jetzt mehr Wasser in dem Fluss drin, als wie es später im Sommer der Fall sein dürfte. Aber natürlich müsst ihr halt selber entscheiden, ob ihr mit euren Kindern da reingeht. Und wenn ja, müsst ihr natürlich immer ein Auge darauf haben. Das versteht sich von selbst. Jetzt beginnt so dieser etwas schwierigere Teil der ganzen Tour. Ich sagte ja vorhin, das ist kein alpiner Steig. Aber im Zauberwald gibt es halt schon einige Abschnitte, wo es ein Stückerl bergauf geht oder auch Treppen den Weg hinaufführen. Aber das sind alles, ja, ich sag mal, kleinere Höhendifferenzen, die man zurücklegen muss. Ich sag mal so, vielleicht einmal so 10 Meter am Stück, wie jetzt gerade hier zu sehen. Da geht eine Treppe hoch. Das sind vielleicht 5 bis 10 Höhenmeter. Also es ist wirklich nicht viel. Und es ist eigentlich gut zu bewältigen. Wir haben diese Tour auch schon mit Verwandten gemacht, wo wir so einen kleinen Buggy dabei hatten. Das geht auch. Man sieht auf den Touren auch immer wieder Leute, die zum Beispiel eine Kraxe auf dem Rücken haben mit ihren Kindern darin. Kleine Kinder gehen die Tour, Rentner gehen die Tour. Also es ist wirklich eine Tour für die ganze Familie und auch eigentlich für jeden zu bewältigen, insofern man natürlich keine schweren körperlichen Einschränkungen hat. Auch hier wieder, man sieht halt konsequent den Fluss, also man geht etwa die Hälfte dieser kompletten Tour an diesem Fluss entlang und zum Ende des Zauberwaldes hin mündet das dann direkt in diesen Hintersee, wo man halt einmal schön drumherum laufen kann. Auch das ist eine sehr schöne Tour, die man auch mal alleine machen kann. Also man muss ja nicht immer zwingend durch den Zauberwald gehen, man muss auch nicht zwingend in Ramsau starten, man kann genauso gut direkt am Hintersee parken und dann da einfach nur diese Runde gehen. Auch das lohnt sich absolut. Wir haben uns halt dafür entschieden, es war sonntags, wir hatten die Zeit, es war schönes Wetter. Nach langer, langer Regenzeit hatten wir endlich mal die Möglichkeit, wieder rauszugehen. Und da haben wir uns gedacht, ja gut, wir schnappen uns jetzt direkt die große Tour. Sind halt auch ungefähr 3,5 Stunden unterwegs gewesen, weil wir halt zwischendurch immer wieder mal Päuschen gemacht haben. Wir haben auf Bänken gesessen, auf Steinen, an dem Fluss. Wir haben am Hintersee gesessen und ja, man muss das auch einfach mal genießen. Es bringt einfach nichts, da durchzuhetzen. Das sieht man leider auch immer wieder. Wir sind schon zügig unterwegs, sage ich mal. Also wir schleichen nicht durch den Wald, sondern gehen halt in einem ganz normalen, ordentlichen Tempo. Und trotzdem gibt es halt immer wieder Sprinter. Ich weiß nicht, ob das Einheimische sind, ob das Touristen sind, ist ja auch völlig egal. Aber die wetzen mit einem Tempo durch den Wald, als hätten sie Angst, irgendwas zu verlieren oder zu vergessen. Oder dass es nicht mehr da ist, wenn sie ankommen. Und das ist halt die völlig falsche Herangehensweise. Gerade wenn man da unten in der Gegend ist und vielleicht ein ganzes Jahr lang auf diesen Urlaub gespart hat. Ja Leute, dann genießt es auch einfach. Nehmt euch die Zeit für die Attraktionen, wo ihr hinfahrt, egal ob Wimbachklamm, Almbachklamm, Zauberwald, ihr müsst einfach Freude daran haben, wenn ihr da unterwegs seid. Denn ansonsten werdet ihr kaum schöne Erinnerungen aus diesem Urlaub mitnehmen oder eben von diesem Ausflugsziel. Und gerade das ist es ja. Man macht ja einen Ausflug in der Regel, um sich da wohlzufühlen, um sich schöne neue Erinnerungen zu schaffen und auch immer wieder daran zurückzudenken, hey, was war das für ein toller Ausflug, den wir da gemacht haben. Ja, und jetzt sind wir gerade hier am Hintersee bereits auf der anderen Seite. Also die Umrundung des Sees dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen, so grob geschätzt. Überall rundherum sieht man Berge. Jetzt zu der Jahreszeit
sehr sehenswert, weil halt oben teilweise noch Schnee liegt. Im Sommer sind die meisten Berge schneefrei. Im Herbst ist es auch sehr schön, weil dann halt die Wälder schon diese bunte Farbenpracht haben. Und so lohnt es sich eigentlich zu jeder Jahreszeit dahin zu fahren. Hier diese beiden Steine, die man da jetzt sehen kann, diese Insel mit den Bäumen drauf. Auch ein unglaublich beliebtes Ziel bei Influencern, bei Ausflugslustigen, bei Touristen, bei Einheimischen. Das ist eins der meist fotografierten Objekte überhaupt in der Gegend da. Ja, und das musste natürlich auch in den Film gebannt werden. So, und das war auch eigentlich schon der komplette Film. Wie gesagt, die ganze Tour hat jetzt für uns 3,5 Stunden gedauert, weil wir halt viele Pausen gemacht haben. Man könnte es auch zügiger machen, aber wie gesagt, wir haben uns einfach die Zeit genommen und das solltet ihr auch machen. In dem Sinne hoffe ich, dass euch der Film gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Es werden in naher Zukunft noch viele, viele weitere Filme kommen mit tollen Ausflugszielen in der Gegend. Und ganz ehrlich, die solltet ihr nicht verpassen. Es sind ein paar richtig starke Highlights dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.